Ja, hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Sami. Ich grüße euch. Ich habe auch nur mal so einen kleinen Tipp oder so ein ultimatives Reinigungstool, mit dem ich zum Beispiel gerne meine Tastaturen reinige. Das ist, gut vorbereitet, Simon, wie immer, das ist, hoho, gucke mal, ganz simpel und easy. Ich habe an der Frau einen Schminkpinsel gezockt. Was heißt gezockt? Ich habe ihn selber gekauft. Bin da in den nächsten Drogerieladen gegangen, habe einfach den bauschigsten, flauschigsten Pinsel genommen, den ich hier gefunden habe. Mit dem kann man aber super geil die Tastatur reinigen. Auch Interieur im Auto geht auch geil. So, wir switchen mal schön die Cam. Wuppa, ich rutsch mal schön drüber. So, ihr könnt mit dem Pinsel direkt rein und dann könnt ihr super geil dazwischen da durchgehen, weil die Borsten sind so fein, die holen euch da so gut wie alles raus. Ja, im Auto nehme ich es auch. Da könnt ihr dann zum Beispiel noch entsprechend Putzmittel oder so dran packen. Das ist eigentlich gar nicht so uncool, das Ding. Ja, also wie schon gesagt, ich habe so zweimal die Dinger. Ich habe einen für die Tastatur, für PC, fürs Mikro. Mal ein bisschen ASMR. Ich habe fürs Auto, ich habe einen fürs Auto, ich habe einen für Tastatur, für PC hier oben. Und beim Auto mache ich da gerne noch ein bisschen so Interieurreiniger vorne hin. Aber bei der Tastatur natürlich nicht, da nehme ich es trocken. Ich saug es vorher einmal grob ab und dann oder mit dem Pinsel einmal vor und dann drüber saugen. Da kommt ihr wirklich so gut wie überall rein, dadurch, dass der so flauschig vorne ist und so borstig, so borstig, kommt er damit super geil überall rein, könnt affengeiles Zeug damit reinigen. Welchen Marke ihr da nehmt, das ist vollkommen scheißegal. Nehmt einfach den bauschig-flauschigsten, den ihr findet und habt einfach Spaß beim Putzen damit oder ihr zockt eure Freundin einfach entsprechend den Pinsel ab. Wir sind schon durch mit dem Video. Jetzt kommt nur noch so dieses Standardgefasel, was man halt so im Abspann einfach macht. Ja, das Video an sich kommt keine großartigen Informationen mehr. Ich bin also 2 bis 3, 4 Mal die Woche auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Infos. Ich habe euch unten mal so ein, zwei Pinsel per Affiliate-Link verlinkt. Wenn ihr Bock habt, würde ich mich freuen, wenn ihr darüber einkauft. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Ihr dürft gerne ein Like da lassen oder ihr kommt mal im Stream vorbei oder ihr schaltet ein bisschen weiter auf meinem Kanal um. Wenn ihr weiter Bock habt auf solche halbwegs nützlichen Sachen, dann gebt mir einfach Bescheid. Ich werde damit sicher noch irgendeinen Scheiß finden. Und ich weiß, ja, das ist ein Greenscreen, da ist kein Chroma Key drauf. Ich bin raus, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Schauen. Ich bin raus, euer Simon. Ciao.